Hallo und herzlich willkommen bei Elder Demon Highlander. Die Spoiler-Season zu Wilds of Eldraine hat angefangen und ein Fanliebling wurde veröffentlicht. Der Commander, über den wir heute sprechen, ist Sir Ginger the Mealender. Eine legendäre Kreatur, die ein Artefakt ist und keinerlei Farben als Farbidentität mit sich bringt. Das ist leider auch ein bisschen schade, denn eigentlich würde ich gerne einen Food-Token um diesen Commander herum bauen, da er ja auch selber ein Food ist. Dass diese Kreatur hier allerdings eine farblose Artefakt-Kreatur ist, soll uns allerdings nicht daran hindern, ein ziemlich cooles Artefakt-Commander-Deck zu bauen, wenn ihr mich fragt. Aber schauen wir uns einfach mal im Detail an, was wir hier in der Spoiler-Season erhalten haben. Sir Ginger kostet insgesamt 2 generische Mana. Das ist für einen Commander echt günstig. Gut, wir müssen natürlich auch darauf achten, dass wir nur farbloses Mana in unser Deck hier packen können. Von daher, aber trotzdem ist es eine sehr günstige Kreatur und auch in einem farblosen Deck haben wir kein Problem, 2 generische Mana auch im zweiten oder sogar ersten Zug zu spielen. Stellt euch einfach mal vor, wir spielen im ersten Zug einfach mal ein Waste, also ein Basic Land, was ein farbloses Mana generiert und spielen anschließend direkt ein Soul Ring. Dann können wir diese 2 Mana direkt nutzen, um unseren Commander zu spielen. Also ein Commander für die erste Runde direkt. Sir Ginger hat Trampelschaden, Hexproof und Eile, solange ein Gegner einen Planeswalker kontrolliert. Also hier mal wieder eine Fähigkeit, die flavormäßig on point ist, denn Sir Ginger mag scheinbar keinen Besuch. Diese Fähigkeit ist für uns allerdings ein bisschen doof als Commander-Spieler, da sie sehr inkonsistent ist. Wir können ja nicht immer davon ausgehen, dass unsere Gegner Planeswalker spielen. Von daher kann unsere Strategie sich nicht unbedingt auf die erste Fähigkeit berufen oder aufbauen. Trotzdem nehmen wir sie gerne mit. Viel interessanter ist die zweite Fähigkeit, die besagt, immer wenn eine andere Artefaktkarte, die wir kontrollieren, in den Friedhof gelegt wird vom Spielfeld, dann legen wir eine +1/+1 Marke auf unseren Commander und können Scry 1 einsetzen. Zudem können wir 2 generische Mana bezahlen, unseren Commander tappen und opfern, um Lebenspunkte in Höhe der Stärke zu erhalten. Das ist natürlich perfekt als Food-Token, dass wir ihn auch opfern können, um Lebenspunkte dazu zu erhalten. Die mittlere Fähigkeit kann unser Deck hier richtig enablen, denn ich habe so das Gefühl, dass in Artefakt-Decks eh richtig viele Kombos gespielt werden, wo richtig viele Artefakte geopfert werden. Gerade auch in Modular-Decks, wo wir eh mit +1/+1 Marken arbeiten, passen hier ziemlich gut zusammen. Zudem können wir jedes Mal Scry einsetzen, wenn eine Artefaktkarte unser Spielfeld verlässt. So haben wir die Möglichkeit, schnell an unsere Combo-Pieces heranzukommen. Klar sollte allerdings auch sein, dass wir neue Hüllen brauchen, wenn wir dieses Commander-Deck bauen wollen. Ich kann euch da nur die Hüllen von Ultimate Guard ans Herz legen, da ich sie in diesem Jahr sehr zu schätzen gelernt habe. Sie sind natürlich unser Sponsor und Partner dieses Videos. Trotzdem kann ich mit gutem Gewissen euch diese Hüllen empfehlen und wer ein Sir Ginger-Deck baut, oder generell gerade dabei ist, ein anderes Deck zu bauen, für den habe ich einen Link in der Videobeschreibung gepackt, der direkt in den Online-Shop führt. Wenn ihr also unseren Kanal etwas unterstützen wollt, dann bestellt doch am besten direkt über diesen Link. Denn wir erhalten dann eine kleine Provision. Ein weiteres neues Herzensprojekt von mir ist das neue Format Underworld Championship. Dies ist ein Commander-Gameplay-Format, das Steffen und ich moderieren. 4 Leute treten also gegeneinander an und kämpfen um den Titel Underworld Champion. Auch zu diesem Video ist selbstverständlich ein Link in die Videobeschreibung gepackt. Ebenfalls kann ich verkünden, dass wir zu Wilds of Eldraine eine Spezialfolge drehen werden. Also unbedingt den Kanal abonnieren und kein neues Gameplay-Video verpassen. So, das war jetzt genug Werbung in eigener Sache. Schauen wir uns doch direkt mal an, welche Karten ich für ein Sir Ginger Deck rausgesucht habe. Die erste Karte ist Animation Module. Immer wenn wir eine oder mehrere +1/+1 Marken auf eine bleibende Karte legen, die wir kontrollieren, dann können wir ein generisches Mana bezahlen. Wenn wir das machen, dann erzeugen wir einen 1/1er farblosen Servo Artefakt Kreaturenspielstein. Perfekt, also hier erzeugen wir wieder einen neuen Spielstein, den wir wohlmöglich irgendwo reinopfern können. Sollten wir diesen Spielstein dann opfern, erhält unser Commander eine +1/+1 Marke und wir können wieder ein generisches Mana bezahlen, um einen neuen Spielstein zu erzeugen. Ihr seht also, wo das Ganze schon hinführen soll. Diesen Token können wir zum Beispiel in Ashnuts Altar reinopfern. Wenn wir eine Kreatur opfern, erzeugen wir 2 generische Mana. Perfekt also, sollten wir diesen Token, den wir womöglich schon erhalten haben, in Ashnuts Altar reinopfern, erhalten wir 2 generische Mana, können eins davon also nutzen, um einen neuen Token zu erzeugen.
Allein diese Kombo aus den beiden Karten kann uns unendlich Mana bescheren. Zudem erhält unser Commander unendlich +1/+1 Marken und wir können unsere ganze Bibliothek scryen. Der Vorteil hier ist natürlich, dass wir unsere Bibliothek hoffentlich dann so ausrichten können, dass wir die Karten bekommen, die wir für weitere Kombos benutzen. Aber ich meine ganz ehrlich, wenn unser Commander schon unendlich stark ist und wir unendlich Mana haben, können wir unseren Commander erstmal opfern, erhalten dann eine beliebige Anzahl an Leben. Das Problem ist, dass wir nicht einfach sagen können im Spiel, ich erhalte unendlich Leben, sondern wir müssen regeltechnisch ansagen, wie viele Iterationen dieser Combo wir genutzt haben. Und daher müssten wir eine Zahl sagen, wie zum Beispiel, ich nehme mir jetzt hier 200.000 Mal diese Combo vor und unser Commander ist 200.000 in Stärke. Wenn wir ihn dann opfern, dann haben wir 200.000 Leben und 200.000 Mana zur Verfügung und können unseren Commander selbstverständlich wieder erneut ausspielen und ihn wieder unendlich stark werden lassen. Wir müssen es also nur noch schaffen, dass dieser Commander hier Trampel und Eile hat und dann können wir den ersten Gegner auch schon töten. Und das mit einer Combo, die die teuerste Karte insgesamt 3 Mana kostet. Das ist eine Combo, die sehr früh im Spiel theoretisch ausgespielt werden könnte. Wir müssen es allerdings schaffen, diese Combo auch konsistent auszuspielen. Von daher brauchen wir viele funktionale Kopien dieser Karten. Zudem ist ein weiterer Nachteil dieser Combo, dass wir eine weitere Kreatur- oder Artefaktkarte brauchen, die wir opfern müssen, damit Animation Module das erste Mal triggert. Denn wenn wir unseren Commander gleich opfern, dann bringt es uns nicht wirklich etwas. Alternativen zu Aschnuts Altar gibt es viele, hier zum Beispiel den Phyrexianischen Altar. Wenn wir hier eine Kreatur opfern, fügen wir einen Mana zu unserem Mana-Pool hinzu in einer beliebigen Farbe. Dies können wir natürlich in unserem Deck nicht wirklich ausnutzen, da wir nur generisches Mana wirklich benötigen. Aber ich meine, hey, ein Mana würde auch ausreichen, um die Combo, die ich eben gezeigt habe, zu vervollständigen. Der einzige Nachteil wäre natürlich dann, dass wir nicht unendlich Mana hätten. Aber ich meine, hey, wenn wir schon mal einen unendlich starken Commander haben, reicht das glaube ich auch schon aus. Die Combo können wir natürlich auch auslösen, zum Beispiel mit dem Arcbound Crusher. Dies ist eine Karte aus dem Darksteel Set und ich bin positiv überrascht, dass wir in diesem Deck richtig viele alte, schöne Artefakte reinpacken können, die, womit ich gespielt habe, als ich noch klein war und mit Magic quasi angefangen habe. Das Schöne beim Arcbound Crusher ist, dass er auch noch modular hat. Das heißt, auch hier können wir immer, wenn eine andere Artefaktkarte das Spielfeld verlässt, eine +1/+1 Marke drauflegen. Und wenn er selber mal sterben sollte, dann legen wir alle +1/+1 Marken von ihm auf eine andere Artefaktkreatur, die wir kontrollieren. Perfekt also, um unsere Gegner schön auszutricksen, sollten sie mal versuchen, unsere schönen Artefaktkreaturen zu zerstören. Das Schöne beim Arcbound Crusher ist zudem auch noch, dass er Trampel direkt mit sich bringt. Ist allerdings per se von Anfang an erstmal nur eine 1-1 Kreatur. Auch der Dross Scorpion aus Mirrodin darf hier nicht fehlen. Immer wenn der Dross Scorpion oder eine andere Artefaktkreatur, die wir kontrollieren, in den Friedhof gelegt würde vom Spielfeld, also wenn sie stirbt, dann können wir ein anderes Artefakt unserer Wahl enttappen. Ziemlich cool, wenn ihr mich fragt, denn wir zielen ja eh darauf ab, unsere ganzen Kreaturen irgendwie zu opfern in Kombos rein. Und von daher können wir hier mit dem Dross Scorpion auch Artefakte ins Deck reinpacken, die getappt werden für allerlei Fähigkeiten, wie zum Beispiel auch ein Isochron-Zepter oder zum Beispiel die Myrrh-Turbine. Die können wir tappen, um einen 1-1er farblosen Myrrh-Artefakt-Kreaturenspielstein zu erzeugen. Sollte dieser direkt wieder sterben durch irgendwelche Altare, können wir durch den Dross Scorpion die Myrrh-Turbine wieder enttappen. Wir haben also unendlich viele Enter the Battlefield-Effekte und unendlich viele Death-Trigger. Das bedeutet, dass der Arcbound Crusher oder unser Commander Sir Ginger unendlich stark werden würden. Auch hier gilt wieder, wir können nicht einfach sagen, diese Karten werden unendlich stark. Wir müssen eine beliebige Anzahl an Iterationen angeben, in der wir diese Kombination durchführen wollen. Krug Clan Ironworks ist ebenfalls ein Altar, wenn ihr mich fragt, den wir nutzen können, um Mana zu erzeugen, wenn wir Artefakte opfern. Hier ist es so, dass wir wieder ein Artefakt opfern und 2 generische Mana zu unserem Mana-Pool hinzufügen können. Also eigentlich eine funktionale Kopie von Aschnuts Altar. Auch wenn dieser eigentlich etwas teurer ist, von den Mana-Kosten her, sollten wir sie unbedingt ins Deck packen, denn die ganzen Altare oder Opfermöglichkeiten sind essentiell für unsere ganzen Kombos, die wir in diesem Deck spielen. Wir sollten daher auch darauf achten, irgendwas in dieses Deck reinzupacken, das unsere ganzen Altare oder Opfermöglichkeiten schützt und zum Beispiel unzerstörbar macht. Denn unsere Gegner werden schnell verstehen, wie unsere ganzen Kombos funktionieren und genau gezielt diese Artefakte zerstören wollen. Zudem würde ich auch das Artefakt-Equipment Nimm Deathmantle in dieses Deck reinpacken. Hierbei ist es so, immer wenn eine Nicht-Spielstein-Kreatur in den Friedhof gelegt werden würde von irgendwoher, können wir 4 generische
magische Mana bezahlen. Und wenn wir das machen, dann können wir diese Karte von dem Friedhof aus zurück ins Spielfeld befördern und direkt an den Nim Deathmantle equippen. Das ist natürlich sehr vorteilhaft, da wir eventuell auch vorhaben, unseren Commander zu opfern, um Lebenspunkte zu erhalten. So erhalten wir ihn auch direkt wieder zurück aus dem Friedhof heraus. Der Commander würde dann sogar +2/+2 erhalten und hatte dann noch Intimidate und ist ein schwarzer Zombie, was bedeutet, dass diese Karte nur von Artefaktkreaturen und oder Kreaturen mit gleicher Farbe geblockt werden kann, also farblosen Kreaturen. So haben wir auch in Kombination mit unserem Commander Sir Ginger eine ziemlich starke Kreatur, die noch nicht mal Trampel benötigt, um unseren Gegnern ordentlich Kampfschaden zuzufügen. Da das Spiel normalerweise so aussehen wird, dass unsere Gegner sich sehr gut überlegen werden, ob sie einen Planeswalker ausspielen oder nicht, können wir mit Nim Deathmantle diesen Weg einfach umgehen und unsere Gegner direkt ärgern. Sir Ginger ist also richtig on fire. Auch eine Wurmcoil Engine würde sich in dieser Kombination hier richtig gut machen. Denn immer wenn die Wurmcoil Engine stirbt, dann erzeugen wir hier zwei Wurmkreaturen-Spielsteine, die auch Artefakte sind. Das Blöde beim Nim Deathmantle ist allerdings, dass hier eine Nicht-Spielstein-Kreatur sterben muss, damit die Fähigkeit aktiviert wird. Das ist allerdings kein Problem, wir können die Wurmcoil Engine einfach in Krark Clan Ironworks reinopfern und dann erzeugen wir ja auch zwei Artefakt-Kreaturen-Spielsteine. Ebenfalls auf dem Stack liegt dann die Fähigkeit von Nim Deathmantle, wir müssen 4 generische Mana bezahlen und hier können wir einfach wieder die Token nutzen, die wir gerade erzeugt haben, opfern diese auch in Krark Clan Ironworks rein und können die 4 Mana von Nim Deathmantle bezahlen. So haben wir dann wieder eine neue Wurmcoil Engine, die wir wieder in Krark Clan Ironworks reinopfern können. Auch hier seht ihr wieder, die Combo läuft darauf hinaus, dass wir unendlich viele Enter the Battlefield Effekte haben und unendlich viele Death Trigger. Unser Commander sollte hier in dieser Kombination auch wieder richtig stark werden. Denn mit jedem geopferten Artefakt erhält er +1/+1 und wir können auch noch Scry einsetzen. Wir brauchen also nur noch eine gute Card Draw Engine in diesem Deck und das ganze Deck würde uns gehören. Boah, wow, was ist Sir Ginger denn für eine krasse Überraschung? Zuerst dachte ich, ja cool, wir haben hier ein legendäres Artefakt als Kreatur für 2 generische Mana, das einfach nur flavormäßig in diesem Set drin ist. Allerdings empfinde ich diese Karte als wirklich brauchbaren, farblosen Commander. Zudem empfinde ich, dass Sir Ginger auch in mono-schwarzen Artefakt-Decks gut reinpasst. Wir haben viele schwarze Karten, die hier nochmal die eine oder andere Combo unterstützen würden. Mich würde es allerdings auch nicht wirklich überraschen, wenn wir Sir Ginger mal als brauchbaren Commander auf dem Spielfeld sehen werden. Schreibt mir doch einfach mal in die Kommentare, was ihr zu dieser legendären Kreatur denkt und zur aktuellen Spoiler-Season von Wilds of Eldraine. Und ich verabschiede mich an dieser Stelle bis zum nächsten Mal bei Elder Demon Highlander.